Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kollegen! Ich will Ihnen, Herr Lander, zu Beginn meiner Ausführung bei einer Beobachtung Recht geben. An vielen Stellen will ich Ihnen deutlich widersprechen. An einer Stelle will ich Ihnen Recht geben, dass heute mit den Abänderungsanträgen zu verabschiedende Gesetz sozusagen die letzte Fassung einer langen Debatte, die wir heute verabschieden, ist in der Tat auch aus unserer Sicht eine bessere, wie die, die in die Beratungen ganz zu Anfang Anklang gefunden hat und Eingang gefunden hat. Aber das ist auch nichts Besonderes, wie ich finde, denn kaum ein Gesetz verlässt dieses Plenum so, wie es Eingang gefunden hat. Die Strucksche Regel, genau, so nennt man das im Bundestag, gilt auch für dieses Gesetz insbesondere. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das saarländische Polizeidatenverarbeitungsgesetz ebnet halt auch der saarländischen Polizei den Weg in das digitale Zeitalter. Es stellt die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung neu auf, damit schwerste Kriminalität, die sich nicht alleine auf das Saarland begrenzt, in Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern schneller und effektiver bekämpft werden kann. Wer kann dagegen sein? Wer will dagegen sein? Wir haben im Innenausschuss 3 Anhörungstermine mit ausgewiesenen Verfassungsrechts-Datenschutzexperten, den Polizeigewerkschaften und dem unabhängigen Datenschutzzentrum durchgeführt. Für die letzte Anhörung im August haben sich alle Fraktionen im Ausschuss gemeinsam auf noch mal einen Experten verständigt. Das ist ein gutes Beispiel für die überwiegend sachliche Zusammenarbeit, trotz aller inhaltlicher Differenzen. Das darf ich an dieser Stelle einmal betonen, wenngleich dann auch das, was eine Experten gesagt haben in ihrem Plädoyer, Herr Lander, ein bisschen überbetont wurde und das, was für diese Novelle spricht, gänzlich außen vor gelassen wurde. Der umfangreiche Abänderungsantrag ist das Ergebnis der intensiven Anhörung im Ausschuss und der tiefen inhaltlichen Auseinandersetzung und Abwägung mit dem Gesetz in unseren Fraktionen. Wir schaffen nun mit diesem so veränderten Gesetz einen wirklich vernünftigen Ausgleich zwischen Sicherheit und Freiheit. In der ersten Lesung des Gesetzes im Februar dieses Jahres habe ich bereits angedeutet, dass wir uns eine andere Gesetzessystematik auch hätten vorstellen können. Das heißt, dass die polizeiliche Datenverarbeitung zum besseren Verständnis und Nachvollziehbarkeit besser, so unsere ursprüngliche Einsicht, im Polizeigesetz selbst geregelt hätte werden können. Die komplette Neuaufstellung des saarländischen Datenschutzrechts und die Integration der neuen Datenverarbeitungsregeln in das Polizeigesetz hätte das Gesetzgebungsverfahren allerdings noch einmal deutlich verlängert. Und das wollten und konnten wir auch nicht verantworten. Insofern war die logische Konsequenz, ein vorliegendes gemeinsames Gesetz nun auch verantwortungsvoll zu entwickeln. Denn wir wollen eine Polizei mit zeitgemäßen Befugnissen. Das heißt, eine Polizei, die sich gut im digitalen Raum bewegt. Und das besser heute als morgen. Und das ist dringend notwendig. In diesem digitalen Raum verlagert sich Kriminalität nämlich immer mehr. Delikte im Internet sind laut PKS der saarländischen Polizei im Jahr 2019 um sage und schreibe 40,2% auf insgesamt 5.321 Fälle angestiegen. Dieser Anstieg ist alarmierend, vor allem weil es sich um einen längerfristigen Trend und keinen einmaligen Ausreißer handelt. Aber darum ist es auch angesichts der Komplexität des Gesetzes unabdingbar wichtig, dass die Schulungskonzepte, die beim LPP und der FHSV bereits in Erarbeitung sind, zeitnah auch umgesetzt werden können, sodass das Gesetz dann Ende des Jahres auch guten Gewissens
in Kraft treten kann. Dabei haben wir einige Änderungen im Gesetzentwurf auch durch die Debatte in der Anhörung beflügelt und letztendlich gemeinsam erreicht. Es wurde gesagt, nun werden auch Journalistinnen und Journalisten explizit vor verdeckten Maßnahmen geschützt. Damit schützen wir die Pressefreiheit und das besondere Verhältnis zwischen Journalistinnen und Journalisten und ihren Quellen. Im Gesetzentwurf waren verdeckte Maßnahmen bisher unter anderem nur gegen Rechtsanwälte, Ärzte und Geistliche unzulässig. Ich finde, ein wirkliches Plus für mehr Demokratie, das auch die Anhörung und die Debatte erreicht hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Auskunftsrechte haben wir ebenfalls gestärkt. Personen, die den Verdacht haben, von einer polizeilichen Datenverarbeitung betroffen zu sein oder die es nachweislich sind, können nun leichter, sehr viel leichter, ihr Recht in Anspruch nehmen, eine Auskunft erteilt werden. Die Ausschlussgründe für eine Auskunft haben wir maßvoll auf ein Minimum reduziert. Auf der anderen Seite werden die Behörden nicht durch überbordende Ersuchen lahmgelegt. Und bereits im August 2019 haben die Koalitionsfraktionen die Absicht vereinbart, den sogenannten Durchsetzungsgewahrsam einzuführen. Mit dem Abänderungsantrag tun wir auch dies. Das Saarland und Baden-Württemberg sind zurzeit die einzigen Bundesländer, die zum Beispiel Platzverweise gegen renitente Störer nicht durch die Gewahrsamnahme durchsetzen können. Damit stärken wir den Schutz für Betroffene häuslicher Gewalt, indem eine Wohnungsverweisung durch eine Gewahrsamnahme durchgesetzt werden kann. Die Polizei hat nun auch hier eine klare Handhabe. Und Sie sehen, ich habe gesagt, nur Baden-Württemberg und das Saarland hatten das noch nicht. Also auch Länder, in denen die Grünen mitregieren, auch Länder, in denen die Linke mitregieren, haben dieses Eingriffsrecht der Polizei, das ist ein wichtiges Instrument, auch schon sehr lange. Ich denke, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat war der kritischste Punkt, der die Debatte auch beflügelt hat, rund um dieses große Thema Datenverarbeitungsgesetz, auch die Überlegung, können zukünftig Bodycams im Wohnraum eingesetzt werden. Ich denke, völlig zu Recht machten wir uns in den Anhörungen die meiste Mühe mit dieser Frage, mit der Frage einer verfassungskonformen Einsatzes der Bodycam im Wohnraum. Die Polizei darf die Bodycam in Wohnungen nun einsetzen, wenn wir nachher diesen Abänderungsantrag und das Gesetz auch beschließen, wenn eine dringende Gefahr für Leib und Leben einer Person abgewehrt werden soll. Wer kann da was gegen haben? Und die Weiterverarbeitung der erhobenen Daten steht nun unter Richtervorbehalt. Also zunächst wird mal ein verschlüsseltes Datenkonzept gesammelt und wird auf einen sicheren Server, einen saarländischen Server abgelegt, nicht irgendwo in Übersee oder sonst wo. Und Daten dürfen erst dann weiterverarbeitet werden, wenn das auch nochmal ein Richter geprüft hat und genehmigt hat. Ich finde, da hat sich in der Tat auch im Denken vieler in der Koalition einiges gedreht, auch durch die Anhörung. Und das ist, wie ich finde, ein zu verantwortendes und ein gutes Ergebnis. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ziehen wir eine wichtige Schwelle für die weitere Verarbeitung dieser besonders sensiblen Daten ein. Im Falle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen können die Aufzeichnungen ja auch wichtige Beweismittel für die Betroffenen darstellen. Ob sie verwendet werden können, muss ein Richter entscheiden. Und insbesondere durch die explizite Formulierung des Richtervorbehaltes erreichen wir eine wichtige Verbesserung ja zu diesem ursprünglichen Entwurf und einen echten Ausgleich zwischen den Interessen der Freiheit, der Unversehrbarkeit des Wohnraums einerseits und den wirklich auch berechtigten Schutzinteressen von Einsatzkräften bei der Polizei. Kaum ein Gesetz, das ich in nunmehr mehr als 20 Jahren Parlamentszugehörigkeit mitberaten und gestalten durfte, wurde so intensiv parlamentarisch geprüft, gewendet, von allen Seiten beleuchtet und abgewogen wie dieses. Das SPOL-DVG ging in den letzten Monaten durch eine wahrlich harte
und ernsthafte, vom Willen der Ausgewogenheit zwischen Sicherheit und Freiheit getriebenen Prüfung. Und dies war zweifelsohne auch notwendig und richtig. Man kann sicher nicht behaupten, und da stehe ich mit meiner Analyse, Kollege Lander, im krassen Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Man kann sicher nicht behaupten, dieses Gesetz wäre getragen durch einen überbordenden Hang zu überdimensionierten Polizeirechten und demgegenüber zu Lasten von Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist das völlig falsche Bild. Im Gegenteil, das SPOL-DVG bildet den Ausgleich, wenn man so will, die Schnittstelle des Abwägens vom einen zum anderen. Denn Sicherheit kann es ohne Freiheit genauso wenig geben, wie Freiheit ohne Sicherheit denkbar ist. Ja, insbesondere der Einsatz der Bodycams im besonders sensiblen und verfassungsrechtlich völlig zu Recht besonders geschützten Bereich des persönlichen Wohnraums bleibt dabei öffentlich umstritten. Wir denken aber, und ich tue dies ausdrücklich auch persönlich, mit Bedacht und guten Gewissens, dass wir nach einer scharfen Expertenanhörung eine Regelung gefunden haben, die diesem verfassungsrechtlichen Anspruch auch am Ende Rechnung trägt. Denn dieses Ergebnis fand sich nicht auf Grundlage von Zurufen, beispielsweise aus den Gruppen von Interessensvertretungen, weder derer bei der Polizei noch derer der Bürgerrechtsgruppen. Das Ergebnis ist das Ergebnis und die Wertung dessen, was Verfassungsrechtler mahnend einbrachten und eben dem Abgleich mit der tatsächlich stattfindenden Realität. Einer Realität, die Polizei und Bürger in dieser Zeit beinahe täglich erfahren. Einer Realität, die Bürgerinnen und Bürger sensibel macht gegen Eingriffe des Staates. Genau wie der reale Notwendigkeit unsere Beamtinnen und Beamten bestmöglichen Schutz beim täglichen Einsatz geben zu wollen. Das war der Anspruch und wir denken, ihm mit dem nun vorliegenden Entwurf auch gerecht werden zu können. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt ihn, den ungebremsten und sträflichen Umgang mit hochsensiblen Daten. Es gibt ihn in der Gesellschaft generell, es gibt ihn auch in der Politik und es gibt ihn leider auch beim Staat und hier sogar bis hinein ins Innere von Strafverfolgungsbehörden. Das können wir nicht leugnen. Es gibt ihn. Wir kennen alle Beispiele dafür. Wie kann es sein, auch schon vor einer Datenschutzgrundverordnung, dass eine bevorstehende Hausdurchsuchung einer öffentlichen Person beispielsweise schon vor dem Einsatz, aber meist zeitgleich in den Medien vermeldet werden kann? Oder dass Menschen durch die schnelle Meldung eher von einer Anklage erfahren als ihr Anwalt oder der Betroffene selbst? Alles nicht erfunden, sondern Lebenswirklichkeit, leider auch in unserem Land. Zugegeben eher die Ausnahme, aber eine, die der Rechtsstaat nicht gutheißen kann. Auf der anderen Seite leider keine Ausnahme mehr im Einsatzgeschehen von zumeist jungen Beamtinnen und Beamten, eher an der Tagesordnung der Einsatz zum Schutz meist von Frauen in der Wohnung häusliche Gewalt. Die Einsatzkräfte werden von besorgten Nachbarn gerufen, weil sie, die Nachbarn, dumpfe Schläge, Poltern, schreckliche Schreie, manchmal Hilferufe oder Gewimmer von Kindern vernommen haben und treffen beim Einsatz an der Haustür der lokalisierten Wohnung auf ein total aggressives Gegenüber, meist männlich, öfter alkoholisiert und wutschnaubend auf einen Gegenüber, das schon öfter mal zur Waffe gegriffen hatte und nun zuerst auch dem Beamten droht. Sie dann anspuckt, damit kokettiert, dass die Polizei bei ihm eh nichts zu suchen hat und ihnen gewaltbereit entgegentritt. Die eine Hand zur Faust geballt, die andere trägt das Handy und filmt. Dann wird das Handy weggeschmissen, die Hand greift auf den Rücken
und zückt ein Messer. Es kommt zum Einsatz, manchmal nicht ohne Verletzung, unter Gefahr für Leib und Leben. In der Wohnung finden die Beamten eine durch harte Schläge geschundene und schwer verletzte Frau. Ich erspare uns, ich erspare Ihnen, der Öffentlichkeit, weitere Details. Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert. Hier soll die Bodycam auch Waffengleichheit herstellen. Hier soll sie abschreckend, eskalierend wirken. Dass diese auf der Straße funktioniert, beweist der dortige Einsatz. Und wir wollen genau dies auch auf Einsatzlagen übertragen, wie ich sie eben schilderte. Aber wir bekennen uns mit den begrenzten, in klaren Schranken geleiteten Einsatz der Bodycam auch nicht nur zu einer bestausgebildeten und geschulten Polizei in einem äußerst sensiblen, psychologisch hochkomplexen Einsatzgeschehen, genau wie zum größtmöglich und verantwortbaren Schutz des Wohnraums, sondern wir bekennen uns damit ausdrücklich auch zum bestmöglichen Schutz derer, die unsere Freiheit im Rechtsstaat Tag für Tag in unserem Auftrag schützen, den Polizistinnen und Polizisten, den Bürgern in Uniform. Das zusammen war Motivation und Anspruch gerade auch meiner Fraktion und nicht zuletzt beider Fraktionen aus CDU und SPD in dieser Koalition. Und ich finde, nach einem sehr intensiven und wirklich tiefgreifenden Diskussions- und Anhörungsprozess haben wir in der Koalition mit der vorliegenden Fassung eine wirklich zukunftsorientierte und gute Lösung gefunden. Und ich kann auch von meiner Grundeinstellung ja eher ein Linker dem ganzen Hause empfehlen, genau diesem abgewogenen Gesetzentwurf zuzustimmen. Herzlichen Dank.